Moin moin, liebe Freunde. Ihr habt euch sicher schon gefragt, sind die immer noch auf Helgoland und wie geht's bei denen überhaupt danach weiter? Ja, wir sind immer noch auf Helgoland. Eigentlich wollten wir heute Morgen schon weiter segeln, nachdem der Wetterbericht gestern noch für heute okay war, so lala. Aber heute Morgen war dann die Vorhersage für den Tag heute dann noch ein bisschen schlechter geworden. Mehr Wind, noch mehr Welle, noch mehr Regen. Und dann haben wir hier die Reißleine gezogen und haben gesagt, nee, dann bleiben wir noch einen Tag hier und fahren morgen weiter. Nico freut sich natürlich, er kann noch einen Tag länger mit seinem Freund hier auf der Insel spielen, was unternehmen. Und wir genießen hier noch so ein bisschen die Atmosphäre im Hafen. Man hat hier immer so ein bisschen das Gefühl, dass man zusammen mit den anderen Seglern es halt geschafft hat, hier draußen herzusegeln. Und wir haben hier das kleinste Boot im Hafen. Ich glaube, wir werden hier schon vielleicht ein bisschen bewundert. Ich weiß es nicht. Ja, wie geht's bei uns weiter? Ja, wir sind ja zuletzt hier in Ostfriesland von Insel zu Insel gehoppt und dann von Norderney hier schräg hoch nach Helgoland gefahren. Und wir wollen Helgoland als Absprung benutzen, um dann hier weiter nach Nordfriesland zu kommen. Morgen wollen wir hier schräg rüberfahren, in diesen Priel hier einlaufen, zur Insel Pellworm. Und von Pellworm aus wollen wir dann in den nächsten Tagen hier übers Watt zu Hallighoge. Und von Hallighoge, das ist ja eine ganz kleine Insel, dann an Langeneß, wobei das Wattfahrwasser zur Insel Föhr, da ist Wiek die Hauptstadt da auf der Insel, und von Föhr dann nach Amrum und von Amrum dann über Helgoland wieder zurück. Sylt lassen wir absichtlich aus. Katharina und ich finden Sylt overrated. Da muss man nicht unbedingt hin. Ursprünglich hatten wir vor, noch zur dänischen Insel Rømø zu fahren. Allerdings sind das recht weite Wege von Hörnum hier hoch und dann wieder hier an der langen Insel Sylt wieder vorbei darunter, und mit der uns noch zur Verfügung stehenden Zeit ist das dann mehr Seemeilenklopperei als Urlaub. Deswegen wollen wir hier so ein bisschen kleinere Touren zwischen den Inseln machen. Und ja, die Fahrten nach und von Helgoland sind genug Meilen. Und ja, wir nehmen euch natürlich hier wieder mit nach Nordfriesland. Und sagt doch mal Bescheid, ob ihr lieber Videos im Hoch- oder im Querformat hättet. Bis bald, tschüss!